Hallo und willkommen zu diesem Videotutorial von Hotodi. Ich bin der Bernd und möchte euch dieses Mal zeigen, wie man in Pages einen Index erstellen kann. Pages? Ah ja, Pages. Pages ist ein Schreibprogramm, ein Äquivalent dazu unter Windows ist Word. Pages gehört zu dem Paket iWork, wird von Apple ausgeliefert. iWork ist praktisch das Office für macOS X. Ist eine super Sache, iWork. Funktioniert einfach wirklich out of the box. Funktioniert super einfach. Und gerade Pages hat besonders in diesem Bereich mit dem Index wirklich viele Stärken zu bieten. Die Stärken, die werden wir jetzt einfach mal gemeinsam durchgehen. Wir erstellen ein Dokument und aus diesem Dokument heraus erstellen wir uns ein komplettes Inhaltsverzeichnis. Wie sagt man so schön? Ich habe da mal was vorbereitet. Das war ja so, als ich noch ein ganz junger Kerl war, ich bin immer noch jung, aber als so ganz jung war, war das so der Trend von Jean Pütz. Der hat immer was vorbereitet, das haben wir heute auch mal gemacht. Ihr seht hier ein Dokument, ich nenne das einfach mal die Hotodiana. Hier geht es um eine Einleitung, ein Vorwort und diverse Unterpunkte. Und diese Unterpunkte, das wollen wir alles formatieren. Formatieren, das heißt, wir wollen das so aufbauen, so vor- bzw. aufbereiten den Text, dass wir nachher wirklich nur noch eine Taste klicken müssen und er erstellt uns ein komplettes Index dafür. Das können wir davor, während und auch danach erzeugen. Dem Index ist das völlig egal. macOS X und auch gerade Pages ist da wirklich sehr flexibel. Ich fange damit an, dass wir den Hotodiana als Titel nehmen. Hier oben seht ihr ein Icon, ein kleines Symbol. Das ist dafür zuständig in der Icon-Leiste oben. Da haben wir verschiedene Punkte. Die freie Form, das soll also nichts formatiert sein. Aufzählungszeichen, Fußnoten, Kopf- und Fußzeilen. Den Text, sehr wichtig. Den Titel, die Überschrift 1, die Überschrift 2 und den Untertitel. Ihr seht, ich habe Überschrift 1, Überschrift 2 und den Titel. Merken, ganz wichtig. So, zunächst mal der Hotodiana. Das ist mein Titel. Also klicke ich auf den Titel. Nächster Punkt ist meine Einleitung. Die Einleitung ist ja kein Titel, das ist ja eigentlich eine Überschrift. Also das soll die Überschrift 1 sein. Das hier ist mein ganz stinknormaler, ordinärer Text. Text ist standardmäßig eingestellt, brauche ich also nichts machen. Nun gehe ich weiter zum Vorwort. Auch wieder, das ist wieder eine Überschrift 1, das ist wieder der Text. Jetzt kommen wir der Besuch in der Stadt. Das ist wieder die Überschrift 1. Dann kommt die Ankunft. Das ist ein Punkt unter diesem Punkt, der Besuch der Stadt. Das heißt, das ist die Überschrift 2. Ebenso die Übernachtung, das ist auch die Überschrift 2. Das sollte auch drunter stehen. Und jetzt seht ihr hier, hier erscheint jetzt automatisch Überschrift 3. Pages hat also gemerkt, aha, der hat jetzt Überschrift 1 und 2 verwendet. Es könnte ja sein, dass der nochmal eine Ebene tiefer gehen will in der Aufzählung. Also biete ich ihm auch Überschrift 3 an. Das klicken wir auch an, Überschrift 3. Wir hatten ein tolles Hotel, wird unsere Überschrift 3. Wir möchten also theoretisch noch einen Text hinzufügen. Aber zunächst mal wichtig, das soll auch eine Überschrift werden. Das Ganze formatieren wir uns jetzt noch ein bisschen, also so ein paar Leerzeichen da reinmachen. Die Abfahrt ist auch wieder Überschrift 2. Und es war ein schwerer Abend, ist Überschrift 3. Ich habe jetzt alle Überschrift 1 angelegt. Dann möchte ich nochmal eine Überschriften 2 haben. Das heißt mein Thema, denn bei meinen Erfahrungen habe ich noch vorher, dabei und nachher als Überschrift 2. Jetzt haben wir uns im Prinzip schon mal ein komplettes Dokument angelegt, wie das aussehen soll. Als nächstes möchten wir eigentlich, wenn das immer so Überschriften sind, ich fange gern bei einem neuen Thema auch mit einer neuen Seite an. Sprich, die Seite ist nur zum Teil gefüllt, halb, Viertel, Dreiviertel gefüllt. Ich möchte trotzdem, dass denn das nächste Thema auch wirklich auf einer neuen Seite anfängt. Man kennt das aus Magazinen, da wird was geschrieben, die Seite ist halb gefüllt, entweder ist da noch ein Stück Werbung oder man fängt tatsächlich auf der neuen Seite an. Das möchte ich in meinem Buch auch machen. Nach der Einleitung kommt ja das Vorwort und vor dem Vorwort soll praktisch die neue Seite beginnen.
Ich gehe also mit dem Cursor vor das Vorwort, oben auf Einfügen und füge dort einen Seitenumbruch ein. Das gleiche mache ich bei der Besuch in der Stadt, bei unser Gespräch danach, das ist ja wieder meine Überschrift 1. Und auch bei Übereinkunft und meine Erfahrung. Entschuldigung, Übereinkunft war natürlich Überschrift 2, das war mein Fehler. Das heißt, schnell geändert. Ihr seht, oh, das geht ja total einfach, das wird schnell geändert. Wie ihr hier sehen könnt, Übereinkunft ist jetzt auch Überschrift 1, soll aber eigentlich Überschrift 2 sein. Das ist ja ein Teil von unser Gespräch danach. Das ist also ein Fehler, den ich gemacht habe. Den lasse ich aber an dieser Stelle, weil ich euch nachher zeigen möchte im Index, wie man diesen Fehler ganz einfach beheben kann. Bei meiner Erfahrung ist wieder Überschrift 1. Hier muss tatsächlich nochmal ein Seitenumbruch rein. Ihr könnt jetzt sehen, wir haben ein langes Dokument mit vielen Seiten darauf. Ich mache das mal ganz klein eben, auf 100%. Jede Seite hat also seinen Eintrag. Jetzt möchten wir einen Index anlegen. Und jetzt wird es spannend. Wir klicken oben auf den Informationen-Icon, bekommen ein neues Menü angezeigt und sind hier unter dem Blatt auf IHV, Inhaltsverzeichnis. Das lege ich mir ein Stück zur Seite. Das brauche ich gleich noch zum Bearbeiten. Und wir sehen zunächst hier, dass wir Titel, Text, Überschrift 1, 2, 3 bis X haben. Ich brauche Übersicht 9, 8, 7, 6, 5 und 4 nicht. Die waren auch ausgegraut, wie ihr sehen könnt. Ausgegraut heißt, das ist nicht verwendet worden. Wir klicken jetzt hier oben hin und jetzt erstellen wir unser Index. Wir gehen also ganz nach oben auf die Seite. Mein Index soll vor dem Titel stehen. Da möchte ich es hinhaben. Jetzt gehen wir auf Einfügen, Inhaltsverzeichnis. Das Inhaltsverzeichnis, wupp, da ist es erstellt. Die Hotodiana soll auch auf einer neuen Seite anfangen, nicht unter dem Inhaltsverzeichnis. Also einfügen, Seitenumbruch. Das heißt, auf meiner ersten Seite ist mein Inhaltsverzeichnis und dann geht das Ganze los. Möchte ich zwischen dem Inhaltsverzeichnis und der nächsten kommenden Seite eine Leerseite lassen, das sieht man öfter in Büchern, mache ich einfach nochmal. Erst hier gucken, Einleitung ist auf Seite 2. Geht von 2 bis 6. In die Hotodiana, also die Einleitung, möchte ich noch unter die Hotodiana haben. Einfügen, Seitenumbruch. Siehe da, Einleitung ist auf Seite 3. Das heißt, das Inhaltsverzeichnis ist wirklich komplett interaktiv mit dem Dokument verknüpft. Ihr erinnert euch vorhin, Übereinkunft, das war ein Fehler. Da haben wir ja Überschrift 1 genommen. Das sollte eigentlich Überschrift 2 sein. Jetzt hat mein Dokument nur 7 Seiten, aber da kommen ja mal schnell in einem Buch 700, 800 Seiten zusammen. Ich gehe also hinten nur auf die 6. Ihr seht, mein Cursor ändert sich in einer Hand. Klicke auf diese Seite, er springt direkt zu diesem Übereinkunft. Mache hier einen Doppelklick drauf und lasse das nun Überschrift 2 werden. Ich scrolle zurück. Voilà, es ist jetzt ein Teil von der Besuch in der Stadt. Die Ankunft, die Übernachtung, wir hatten ein tolles Hotel und die Abfahrt. Überschrift 3 hat da drin eigentlich gar nichts zu suchen in meinem Index. Es soll zwar hier unten als Überschrift 3 bewertet werden, aber im Index oben reicht mir die Übernachtung. Mehr soll da nicht stehen bis zur Überschrift 2. Was mache ich? Ich klicke einfach Überschrift 3 aus. So. Jetzt könnt ihr zunächst mal sehen, der Index wurde dynamisch erstellt. Ihr habt diese Mouse-Over-Geschichten, das heißt, die ganzen Seiten werden interaktiv angezeigt und ihr könnt auch direkt zu diesen Seiten springen. Wenn immer ihr jetzt hier was einfügt, zum Beispiel bei die Übernachtung, die Abfahrt, der Besuch in der Stadt. Jetzt kann es so sein, dass auf so einer Seite, wir fügen jetzt einfach mal was ein auf dieser Seite, da steht hier viel weiter unten. Und die Abfahrt steht auch etwas weiter unten auf der Seite. Jetzt müsst ihr das natürlich suchen. Das heißt, wenn ihr nach oben geht ins Index, geht auf der Besuch in der Stadt, klickt das hier an, springt da genau auf diese Zeile.
Ich wollte aber runter zu die Abfahrt. Das heißt, ich muss tatsächlich eigentlich da runter scrollen. Nein, brauche ich nicht. Ich gehe auch hier wieder auf die Abfahrt, klicke auf die 5. Der weiß also, er soll auf Seite 5 auf die Abfahrt springen. Ihr könnt sehen, das Index, das Inhaltsverzeichnis unter Pages erstellen geht wirklich sehr, sehr einfach. Ihr könnt es vor, während und danach erstellen, bearbeiten, verändern, anpassen. Ihr braucht wirklich keine großen Schritte einzuhalten. Einfach anklicken, was ist das für eine Überschrift, Inhaltsverzeichnis einfügen, den Rest macht alles dynamisch für euch. An dieser Stelle ist alles zu diesem Thema gesagt. Es ist recht einfach zu handhaben. Ich hoffe, ihr habt es verstanden und es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit Pages. Denkt dran, wir haben noch wesentlich mehr Tutorials im Bereich iWork und auch macOS X. Würde mich freuen, euch auch bei einem dieser nächsten Tutorials begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.